Wieder Dresden, wieder Filmfest. Das internationale Kurzfilmfestival fand dieses Jahr zum 26. Mal statt. Bereits die Eröffnungsfeier am Dienstag in der Schauburg fand mit 400 Gästen einen gelungenen Start in die Festivalwoche. Ja, ich hörte, es sei ausverkauft gewesen, genau. Und das ist eigentlich toll. Wenn Leute stehen müssen, prima. Spannende Geschichten, die wir dieses Jahr auf der Agenda haben, aber der für mich persönlich spannendste Ort ist das Hochhaus am Albertplatz, wo wir im Hochhaus die Festival-Highlights zeigen. Wir haben eine ganz tolle Tributreihe für die Regisseure Luc Mollet und Dani Tchoura, die auch beide hier auf dem Festival da sein werden, was uns freut, weil sie eben ihre Filme dem Publikum persönlich vorstellen. Oui, les critiques portent sur des objets différents. Ich glaube, dass es zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, die kritische Haltung sich auf das System der Filmproduktion selbst bezogen hat, als darauf, sich gegenüber der Gesellschaft zu äußern. Und ich glaube, dass heute so diese Auseinandersetzung mit generellen gesellschaftlichen Problemen viel verbreiteter ist als zu der Zeit, als ich angefangen habe. Ich war vor 12 Jahren schon mal hier und habe mit einem Film gewonnen. Das haben sie mir jedenfalls gesagt. Großes Glück, ich habe keine Vorstellung zur Zeit. Ich muss nicht spielen am Theater gerade und kann versinken im Kinosessel und mich auf die Filme freuen. Auch der direkte Austausch zwischen Filmemachern und Zuschauern kam nicht zu kurz. Nach jedem Film hatte das Publikum die Gelegenheit, anwesenden Filmemachern Fragen zu ihren Werken zu stellen. Also zum einen finde ich halt gut, dass die Filmemacher nochmal ihre Ideen erklären können. Aber auf der anderen Seite beeinflusst das auch noch so mal ein bisschen die Entscheidungsfindung oder die eigene Sicht auf den Film. I think there is a big misunderstanding with the short form of cinema. I think people have a tendency to think it's the easiest, but I think it's actually the most difficult. Because it's very hard to manage, to tell a story, to have a really compact story and have an impact in 10 minutes or in 20 minutes rather than an hour and a half. Ja, unser Schwerpunkt ist eine Retrospektive, die heißt Laufsteg Ost. Und die widmet sich dem Modefilm in der DDR. Das gehört sicherlich zu einem der Publikums-Highlights dieses Jahr. Es gibt auch eine Ausstellung, die dieses Programm begleitet. Die heißt Chic im Osten. Es geht nicht um Bedeutung an sich, sondern Mode gibt es immer schon. Also Mode ist Zeitgeist. Soll ja Phänomene aufdecken, wie sich die DDR sozusagen mit dem Thema Mode beschäftigt hat. Also was es an industriellen Produktionen gab und was es an kreativen Elementen in der Modeindustrie an sich gab. Junge Leute orientieren sich natürlich in Richtung moderner Geschmack, westlicher Geschmack. In der DDR haben sich so orientiert und es war so eine gewisse Herausforderung für die nationale DDR-Modeindustrie da, sich irgendwie diesen internationalen Trends für die Jugendbekleidung zu stellen. Ja, es war einerseits sehr bereichernd, aber auch manchmal sehr erschreckend, weil doch so real und manchmal auch aus einer vergangenen Zeit, aus einer ganz anderen Welt. Eine ganz andere Welt bot sich den Schaulustigen auch bei der Eröffnung der Ausstellung Animation Disco in den Technischen Sammlungen Dresden. Die Künstler erklärten und zeigten live, wie die Animation auf der Scheibe funktioniert. Es gibt Animationsscheiben, man kann ganz viele Einzelbilder auf Platten, auf Pappkarton aufbringen. Wenn man das auf Plattenteller legt und dann abspielt, kann man Bewegungen sehen. Also ganz kleine, ganz kurze Animationsfilme. Wir haben auch hier ein DJ-VJ-Pult, wo man selber Sachen gestalten kann, wo man so eine Scheibe bemalen kann. Die kann man hier abspielen. Und die werden über einen Video-Beam an eine Leinwand gebracht, sodass man die Animation live angucken kann. Ja, die Ausstellung ist super. Also ich meine, das sieht man wahrscheinlich nirgends sonst. Also diese Vielfalt an
Vinyl oder auch Disc-Animationen und das ist schon cool. Also gerade diese handgemachten Sachen und die ausgedruckten Sachen plus diesen verrückten Turntable, dieses Mischpult, das finde ich ist der Wahnsinn, dass man das noch so live selber bedienen darf. When I see animation that's reacting to music and someone sat down and listened to some music and then drawn or painted or it's that kind of stuff that turns me on. Wer genug vom Kinosessel hatte, konnte sich bei A Wall is a Screen von einem Vorführteam durch die Dresdner Altstadt führen lassen. Die Idee ist tatsächlich vor 11 Jahren entstanden aus dem Internationalen Kurzfilmfestival Hamburg heraus. Da haben sich 3 mutige Leute gesagt, wir wollen mal Kino einfach aus den Kinos bringen und auf die Straße raus. Also hier in Dresden, das war natürlich toll. Den Leuten hat es offensichtlich gefallen. Also vom Applaus her zu urteilen, war das wirklich eine runde Sache. Für die kleinen Besucher gab es das Sonderprogramm Kids. Die Sichtungskommission ist eine Auswahl von so 10 Kindern. Wir haben uns sehr, sehr, sehr viele Kinderfilme angeguckt und haben dann welche gesagt, nee, die finden wir nicht so gut und welche, ja, die müssen unbedingt ins Programm rein. Ja, das Dresdner Kurzfilmfestival hat einen extrem guten Ruf und ich war noch nie hier und jetzt kann ich quasi mich persönlich davon überzeugen, ob es wirklich wahr ist, was man sich erzählt. Es ist ein sehr nettes Festival, also ich habe schon ein paar Leute hier kennengelernt, die das organisieren und ich finde es einfach immer wieder bewundernswert, was die Leute auf die Beine stellen. Ach, ich danke einfach den ganzen Filmfestbesuchern, die uns in den letzten Monaten so toll unterstützt haben. Es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass alle Filme auf Originalsprache gezeigt werden. Und ich bin sehr, sehr positiv überrascht von dem Ambiente und wie das Ganze dargestellt wird. You can't cheat the public. You know, they come once, they come twice, but they don't come 3 times, you know. So if they still support this festival, 26th, and this, in its 26th year, there's something you are doing right. Sofern, Spitze.